Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu TV Berlin aktuell. Die Kanalisation der Hauptstadt ist veraltet. Viele der Leitungen unter der Erde müssen dringend saniert werden. Doch das ist in der Regel umständlich und bringt lästige Baustellen mit sich. Vor allem die Autofahrer unter Ihnen, die wissen, wovon ich rede. Die Berliner Wasserbetriebe haben nun eine hochmoderne und umweltfreundliche Technik in Betrieb genommen, die ohne das Aufreißen von Straßen auskommt. Wie das genau funktioniert, weiß meine Kollegin Ildiko Bogner. Der Abwasserkanal unter der Stralsunder Straße in Mitte bekommt eine Verjüngungskur. Mit einer hochmodernen Technik bewaffnet drücken die Berliner Wasserbetriebe am Mittwoch an, um Schäden im Kanal zu beheben. Ansonsten könnte das Grundwasser verunreinigt werden. Hier ist ein Altrohr drin, 70 Meter lang, mit gewissen Schäden von den Bäumen hier. Die Wurzeln sind also eingetreten und das haben wir inspiziert, den Fehler gefunden eben. Und jetzt ziehen wir da einen UV-Liner ein. Das ist ein Kunststoffschlauch, der wird aufgeblasen und mit UV-Licht ausgehärtet. Und das geht so. Der sogenannte UV-Liner, der ohne Lichteinstrahlung biegsam ist, wird in den Kanal hinuntergelassen. Einmal dort angelangt und dank zugeführter Luft an die Innenwände des alten Rohrs gedrückt, sorgen UV-Lampen dafür, dass sich das Material erhärtet. Am Computer werden währenddessen Druck, Temperatur und Tempo dokumentiert. Die Sanierungsarbeiten in der Stralsunder Straße mit UV-Linern nehmen etwa eine Woche in Anspruch. Würde man den Asphalt aufreißen, bräuchte man 3 Monate. Dann haben wir noch einen Vorteil, wir haben keine Muffen. Das Rohr ist von vorne bis hinten durchgängig. Und die Wurzeln gehen ja immer in eine Muffe rein, also zwischen 2 Rohren. Und da wurschtelt die sich so durch. Und hier ist das Rohr komplett geschlossen von vorne bis hinten. Und da haben die Wurzeln einfach keine Chance mehr, da einzutreten. Seit 2008 haben die Berliner Wasserbetriebe etwa 60 Kilometer Abwasserkanäle mithilfe von UV-Linern wieder fit gemacht. Das veraltete Rohr in der Stralsunder Straße wird bestimmt nicht das letzte gewesen sein, das dank dieser hochmodernen und umweltfreundlichen Technik saniert wurde. Weitere Meldungen aus der Stadt haben wir jetzt im Kurzüberblick für Sie. Das Land Berlin muss der jüdischen Gemeinde zunächst weiter rund 434.000 Euro im Monat zahlen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Ohne die Gelder wäre die Gemeinde in ihrer Existenz bedroht, erklärte das Gericht am Mittwoch. Damit wurde eine Entscheidung der Vorinstanz bestätigt. Auslöser des Rechtsstreits war eine Forderung der Kulturverwaltung nach Aufklärung über die Personalausgaben in der Gemeinde gewesen. Sie führte zu einem vorläufigen Zahlungsstopp. Gegen die Einstellung der Förderung war der Gemeindevorstand daraufhin vor das Verwaltungsgericht gezogen. Als das Gericht zugunsten der Gemeinde entschied, legte der Senat Beschwerde ein. Und jetzt haben wir noch Kurznachrichten im Filmüberblick für Sie zusammengestellt. In der Debatte um die Umzäunung der WM-Fanmeile übt der Stadtrat von Mitte, Carsten Spalleck, offene Kritik an Stadtentwicklungssenator Michael Müller. Man müsse sich für den Worst Case vorbereiten und stehe dabei in einer rechtlichen wie auch moralischen Pflicht, sagte Spalleck am Mittwoch. Ich wette, Herr Müller wird den Antrag nicht persönlich unterschreiben, meinte Spalleck mit Blick auf den endgültigen Beschluss zur Aufstellung eines Zaunes an der Straße des 17. Juni. Aus Sicherheitsgründen wendet er sich gegen die bisherigen leichten Bauzäune, die Müller weiterhin verwenden will. Nächste Woche soll ein Krisengespräch dazu stattfinden. In Berlin werden noch immer zu wenig Kinder ausreichend gegen Masern geimpft. Nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts für die Schulanfänger 2012 liegt die Impfquote für die zweite Masernimpfung nur bei knapp 91%. Für eine Ausrottung der ansteckenden Krankheit seien aber mindestens 95% notwendig, hieß es ja im neuesten Bulletin des RKI. Auf diese Quote kommen bisher nur Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Bei der ersten Impfung gegen Masern liegt Berlin dagegen gut im Schnitt. Die Quote beträgt 95,9%. 2013 wurden in der Hauptstadt 492 Masernfälle registriert, mit Abstand die höchste Zahl der vergangenen 10 Jahre. Die Eisbären Berlin basteln am Kader für die neue Spielzeit. Am Mittwoch gab der 7-malige deutsche Meister bekannt, dass die Verträge mit den Jungprofis Alex Trevelato, Sven Ziegler, Jonas Schlenker, John Koslowski und Neunationalspieler Henry Hase verlängert worden sind. Keine Arbeitspapiere bei den Eisbären haben Sebastian Elving, Mark Bell, Mats Christensen und Barry Tallaxen, dessen Verbleib in Berlin derzeit noch offen ist.
Manager Peter John Lee setzt unterdessen voll und ganz auf die Jungprofis. Die Jungs haben in der vergangenen Saison alle bewiesen, dass sie das Zeug haben, in der DEL zu spielen, so der Eisbärenmanager. Wir kommen zum nächsten Thema. Eigentlich ist es eine schöne Idee, verliebte Paare befestigen als Zeichen ihrer Zuneigung füreinander Vorhänge, Schlösser an Brücken. Liebesschlösser werden diese dann ganz genau genannt. In ganz Europa ist diese Liebesbekundung mittlerweile in Mode gekommen. In Berlin haben sich die Verliebten unter anderem die Brücke am Bahnhof Friedrichstraße als ihr Mekka auserkoren. Und das sehr zum Ärger der Stadt, Tamara Bilic, über den Streit um die Liebesschlösser. In Herzchenform mit eingravierten Namen oder ganz schlicht. Die unterschiedlichsten Liebesschlösser schmücken hier in Berlin zahlreiche Brücken. Dabei hat der Brauch mit den Schlössern ursprünglich gar nichts mit Liebe zu tun. Also es hat angefangen mit den Liebesschlössern in Italien, wo so Studenten quasi zum Abschluss ihrer Uni angefangen haben, Schlösser an Brücken dran zu machen. Und das fanden Verliebte so toll, dass sie halt quasi das dann als eigenen Brauch dann genommen haben und dann auch eigene Schlösser dazugehangen haben. Und das hat sich dann aus Italien in die ganze Welt innerhalb der letzten so 10, 15 Jahre verbreitet. Während beispielsweise in Köln die Liebesschlossbrücke ein touristisches Highlight ist, ist die Berliner Politik dagegen. Vor der Kamera will sich die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung nicht äußern. Aber Grund für die Ablehnung sei der Schutz der Brücken. Ein Argument, was wenig Anklang findet. Also ich kann es absolut nicht verstehen, dass die Berliner Politik so dagegen ist, gegen die Liebesschlösser, weil Liebesschlösser sind halt einerseits was Schönes, die machen die Brücken zum größten Teil nicht kaputt und auch vom Gewicht her ist es absoluter Quatsch, die wieder zu entfernen, weil so ein Schloss wiegt irgendwie 60 Gramm. Die Berliner, die tagtäglich die Weidendammbrücke passieren, sind, was die kleinen Liebesbeweise angeht, geteilter Meinung. Mich stört es nicht weiter, würde selber nichts dranhängen, aber also prinzipiell ist mir das egal. Ich finde es ein bisschen verunstaltet. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, sowas ranzumachen. Also ich finde es nicht passend. Ich finde es nicht schlecht, bei Köln hat das, kommt dort soll die auch in Berlin sein. Ich finde es schön. Naja, wenn es der Liebe dient, bitte sehr. Berlin wäre aber nicht Berlin, wenn es nicht eine Alternative gäbe für diejenigen, die mit einem kleinen Vorhängeschloss ihre Liebe beweisen wollen. Also wir haben zusammen mit Metallbauer, weil wir eben auch diese Liebesschlösser verkaufen, eine Alternative entwickelt, damit die Städte sich nicht mehr beschweren brauchen. Es gibt so Stahlkunstwerke, die werden auch unter anderem im Ausland schon sehr oft eingesetzt, zum Beispiel in Moskau wird das sehr oft gemacht, wo dann quasi in verschiedenen schönen Stahlformen, in verschiedenen Farben dann die Schlösser angehangen werden können und dann halt so ein alternatives Liebesschlossort dann quasi gefunden werden kann. Noch gibt es diese Ausweichmöglichkeit nicht. Aber wenn sie kommen sollte, können sich Verliebte bald für immer verewigen, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr Liebesschloss abgehangen wird. Und wir kommen zum Sport. Was haben John Anthony Brooks, Nico Schulz, Fabian Holland, Hani Mukhtar und Sascha Burchardt gemeinsam? Sie stammen allesamt aus der Nachwuchsakademie von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, die vom Deutschen Fußballbund intensiv beäugt wird. Das Spielzugteam durfte nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Talentschmiede werfen. Berlin, Trainingsgelände von Hertha BSC. Ex-Profi und U23-Trainer Ante Čović führt Spielzug auf einer exklusiven Tour durch das Herzstück des Vereins, die Jugendakademie. So, das sind die Eingangsbereiche der Geschäftsstelle für die Fußballakademie. Unser Ziel ist es natürlich, die Jungs in diese Kabine dorthin zu bringen. Die räumliche Nähe ist vorhanden, aber der Weg ist relativ weit. Dennoch sind es aktuell knapp 200 Jugendliche, die diesen weiten Weg unter dem Dach von Hertha BSC gehen wollen. Ein Blick auf den aktuellen Kader der Profis zeigt, dass sich die tägliche harte Arbeit lohnen kann. Wenn man sich alleine auf dem Tableau hier anschaut, hinter sich, sieht man einige Spieler, die unsere Akademie durchgelaufen sind. Ob das hier JJ Brooks ist, Nico Schulz, Hani Mukhtar, Fabian Holland. Da sind, glaube ich, einige Spieler, die aus unserer Akademie stammen. Torwart Sascha Burchardt, aber auch Marius Gersberg. Somit, dass wir, glaube ich, einen sehr guten Job hier unten machen. Und dieser gute Job besteht natürlich in erster Linie aus Trainingsarbeit. Großes Gelände, optimale Trainingsbedingungen für die Nachwuchsteams. Das alles ganz nah dran am Olympiastadion. Es gibt nichts Schöneres, als für diesen Verein dort in Olympiastadion aufzulaufen. Und das können wir als ehemalige Profis, für die diesen Verein gearbeitet haben, den Jungs sehr, sehr, ja, kann man denen erzählen, wie das ist. Und dass es sich lohnt, dafür hart zu arbeiten. Bei aller Belastung im klar strukturierten Tagesablauf
Pausen sind wichtig und natürlich das Essen. Hier sind sie in besten Händen aufgehoben. Wenn die Jungs zweimal am Tag trainieren, wird Mittagessen für die immer gesorgt hier. Und der Regina macht das so gut, dass die Jungs natürlich auf keinen Fall abnehmen hier. Wer sich falsch ernährt, für den wird die Luft dünner, spätestens in der Kammer des Schreckens, der Höhenkammer. Diesen Räumlichkeiten quälen sich die Jungs, damit die ordentliche Fitnesswerte haben und ihr fußballerisches Können dort auf dem Platz wiedergeben können. Das Interessante dabei ist, dass diese Räume man hochfahren kann auf 2.000 bis 2.500 Meter. Somit ist die Luft relativ dünn für die Jungs und umso mehr wird die Kondition da gefördert. In der Akademie wird ausgezeichnete Arbeit geleistet, amtlich verbrieft von allerhöchster Stelle. Wir haben ja eine letzte Lizenzierung bekommen, 3 Sterne plus. Das ist die höchste Auszeichnung, die von deutschem Fußball ausgegeben wird. Somit, dass wir uns im Elitekreis des Nachwuchsabteilungen in Deutschland befinden. Aber ich glaube, das auch zu Recht ist, weil man alleine die Durchlässigkeit unserer jungen Spieler nach oben hin sieht, glaube ich, dass wir das alle mal rechtfertigen. Aus Berlin für Berlin. Sie sind definitiv schon da, die Profis von morgen. Wir kommen zum Wetter. Am Dienstag hatten wir noch Glück mit dem Regen, er hielt sich zurück. In den nächsten Tagen wird es aber ganz sicher unbeständiger werden. Erst am Sonntag beruhigt sich die Wetterlage dann. Die gute Nachricht dabei ist aber, es bleibt weiterhin sehr mild. Hier gibt es jetzt die genauen Wetteraussichten für die Hauptstadt. Heute Nacht bleibt der Himmel wolkenverhangen, aber Niederschläge bleiben aus. Die Temperaturen fallen auf 13 Grad. Am Donnerstag geben sich dann Sonne und kurze Regenschauer die Klinke in die Hand. Die Tageshöchstwerte liegen bei angenehmen 20 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage zeigt, auch am Wochenende bleibt das Wetter dem April treu. Temperaturen um die 21 Grad, Sonne, aber auch immer wieder leichte Regenschauer gibt es für uns Hauptstädter. Und das war's aus der TV Berlin Nachrichtenredaktion. Alles Weitere aus unserer Stadt erfahren Sie natürlich auch unter tvb.de oder Sie klicken einfach mal auf unseren YouTube-Channel. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen jetzt wie immer noch viel Spaß hier bei uns im TV Berlin-Programm.